Hallo, da bin ich wieder. Diese Woche mit einer neuen Mischung, die ich euch vorstellen möchte, und zwar Zengest. Englisch Digest Zen, in Europa Zengest genannt. Das ist die verdauungsfördernde Mischung. Und wie immer möchte ich euch erst die körperlichen Themen nennen, die hierbei unterstützt werden. Und das ist natürlich die Verdauung an sich, ja? Die Tätigkeit Magen-Darm-Trakt. Reibt es euch äußerlich auf, im Uhrzeigersinn sanft einfach einmassieren, mit dem Trägeröl verdünnt und so könnt ihr wundervoll die verdauungsfördernden Eigenschaften unterstützen. Sei es, ihr habt zu viel Verdauung oder ihr habt etwas zu wenig Verdauung, wie Verstopfung, kann beides ausgeglichen werden. Die Öle sind ja immer so aus der Natur einfach entsprungen und deswegen unterstützen sie dabei, einfach die natürliche Mitte wiederherzustellen, egal ob zu viel oder zu wenig. Es sind Öle enthalten wie Ingwer, wie Pfefferminz, Koriander, Dill, ja, Fenchel, all diese Öle, die die Verdauung, die man kennt, auch wo die Kräuter die Verdauung einfach gut unterstützen. Und ist eins meiner Lieblingsmischungen, die ich als erstes auch kennengelernt habe, weil ich damals persönlich sehr große Probleme mit der Verdauung hatte, sowohl aufgrund von körperlicher Ursachen, also ich habe manche Nahrungsmittel ganz schlecht vertragen, aber auch tatsächlich habe ich später aber allerdings festgestellt, dadurch, dass ich auch emotional einfach wirklich überlastet, übersättigt war und so viele Themen einfach hatte und etwas sehr im Stress stand und das einfach schlecht irgendwann nur noch einfach alles verdauen konnte, wie man es so schön auch nennt. Ja? Und hiermit möchte ich auch, ihr könnt auch noch eine weitere Anwendungsmöglichkeit außer dieser äußerlichen Anwendung nehmen. Auch super ist, es einfach in eine leere Kapsel zu tun, die ihr kennt, und dann innerlich einzunehmen. Zwei weitere Möglichkeiten, wo ihr bei anderen Themen, wo man vielleicht als erstes gar nicht so drauf kommen würde, wo man diese Mischung auch ganz toll anwenden kann, ist einmal Reiseübelkeit-Thema. Das heißt, da atmet ihr es einfach ein, entweder aus der Flasche oder aus den Händen, reibt es euch auch ein bisschen auf den Bauch ein. Und auch beim Thema, wenn die Nebenhöhlen etwas zu werden. Ja, und jetzt kommt wieder Herbst, Winter, da kann es also mal sein, wenn man eine Verkühlung hat oder irgendwas, dass einfach die Nebenhöhlen etwas zugehen, ein Druck auch besteht und das einfach sehr unangenehm ist. Und so wie es im Magen-Darm-Trakt unterstützt, Sachen zu lösen, kann es auch hier tatsächlich helfen, Sachen zu lösen. Also denkt auch da dran. Und da melden sich immer wieder Kunden bei mir, die wirklich erstaunt sind, wie gut das funktioniert. Also auf jeden Fall da auch dran denken, ein kleiner Hack von mir. Emotional gesehen hilft es auch, Sachen zu verdauen, ja, und gerade vielleicht am Abend aufzutragen, wenn ihr einen schweren Tag hattet, wo viel passiert ist oder einfach Situationen, Momente, Wochen, es gibt, wo viel passiert, unterstützt euch da gerne mit dem Zengestöl auch, dieser Mischung, die wunderbar dabei auch hilft. Ich möchte wieder ganz kurz eine Kleinigkeit vorlesen für euch zur emotionalen Wirkung. Also eigentlich wurde diese Mischung eben konzipiert, ja, um das Verdauungssystem zu unterstützen, hat aber auch machtvolle emotionale Eigenschaften für Menschen, die einfach überfordert sind und Menschen, die sich vielleicht auch die Tendenz haben, sich einfach immer zu viel zuzumuten. Ja? Und durch diese Informationsüberlastung und Reizüberflutung kann es zu einer sogenannten emotionalen Verdauungsstörung auch kommen. Und die Menschen schaffen es einfach nicht so, ihre ganzen Eindrücke Stück für Stück abzuarbeiten und dann staut sich das an und wird einfach ein bisschen zu viel für sie und dann sind sie einfach dann manchmal überfordert. Ja, und dann kann sich das auch schnell auf den Solarplexus schlagen. Man kriegt Magenprobleme. Ja, es ist ja ganz bekannt, dass dieses Thema dann auch oft zu viel Säure im Magen, also diesen ganzen Magen- und Darmproblemen auch führt. Ja, genau. Die Seele wird buchstäblich überfüttert und unterernährt gleichzeitig, weil die Erfahrung eben nicht in die nutzbare Form umgesetzt werden kann oder übersetzt werden kann. Wenn man einfach überwältigt ist, reizüberflutet ist, dann kann man auch einfach manchmal verlieren, so diesen Appetit auf die Welt, auf dieses wirklich Erfahren und man wird so lustlos und vielleicht sehr schlapp, vielleicht sogar depressiv ein wenig und hat manchmal auch so fast schon eine apathische Veranlagung und was einfach auch zu wirklich sehr Stimmungsschwankungen führen kann. So, und hier könnt ihr euch eben helfen, einfach mit diesen vielen Informationen, die zu verdauen, damit gut umzugehen und sie besser
in Häppchenweise sozusagen. Also es ist immer wirklich so diese Kombination auch mit dem wirklich tatsächlichen Verdauungsthemen und Essen und Aufnehmen von Nahrung, auch emotional gesehen, dass man dann Häppchen für Häppchen diese Themen einfach abarbeiten kann, verarbeiten kann, umsetzen kann und der Körper und der Geist damit gut klarkommen können und alles verarbeitet werden kann. Ich hoffe, euch ein paar Informationen damit geliefert zu haben. Freue mich, dass ihr dabei seid. Abonniert gerne den Kanal, empfehlt ihn gerne weiter, meine Videos. Ich freue mich, wenn ich ganz, ganz vielen Menschen damit eine Freude bereiten kann. Lasst mir ein Herz da und ich melde mich nächste Woche wieder bei euch. Tschüss!